Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Drachensang am Fluss der Zeit. Und ja, wir sind wieder mal in der Binge und kurz davor, Girtash das Handwerk zu legen, der hier ja nach Nurgamaschzum sich durchgraben will. Da vorne sehen wir ihn sogar schon. Aber ich denke mal, bevor wir uns zu ihm auf den Weg machen, will ich nochmal zurückgehen. Ich habe nämlich immer noch das Quest mit, die Quest mit der Wasserpumpe offen. Und ja, ich denke mal, dass ich das zuerst machen sollte. Das sind Girtashs Zwerge. Und ich habe hier immer noch die Vermutung, dass es hier irgendwo in dem Bereich ist. Dass dort irgendwo ein Hebel oder so sein muss. Hier unten. Deswegen gucken wir da nochmal hin. Haben Prinz Arom im Schlepptau dabei. Was ja nicht weiter störend ist. Hier haben wir nur schäbige Fässer. Hier haben wir Kisten, die wir schon geplündert haben, nicht wahr? Jupp. Und das hier sieht eigentlich aus wie die Pumpstation. Hier ist eine Kiste und hier ist ein Zahnrad, aber hier ist nichts zum Anklicken. Führt hier noch irgendwo was weiter? Hm. Gucken wir mal in dem Schacht nebenan nochmal nach. Das kann nämlich sein, wenn ich mich daran erinnere, in der Taverne oben gab es auch so ein kleines Fitzelkästchen, was so schwer zu sehen war. Dass man einfach durch Zufall drauf gestoßen ist. Handwerkskiste. Und mehr sehe ich hier nicht. Gib mir mal Flimflam. So, da ist die Handwerkskiste. Ja. Sieht mal einer an. Direkt unter dem Ding hier. Und die Wasserpumpe ist abgeschlossen. Sehr schön. Da sieht man es mal wieder. Der Flimflam-Zauber hilft uns. Ich war aus der Klemme. Deswegen habe ich ihn auch immer noch dort unten drin. Und dadurch müsste jetzt hier das Wasser abgelassen sein. Bingo. Gucken wir mal, was uns das einbringt. Boah, der Flimflam ist so aber verdammt hell. Er scheint uns auf jeden Fall Skorpione einzubringen. Ja. Nicht genug Platz zum Kämpfen. Okay, es sind drei Skorpione. Das ist ja halb so wild. Bei Angriff. Die können wir ja schnell erledigen. Was? Feieres kann Achtung. Auch bei dem Skorpion helfen. Quano, Sternenwurf. Okay, es sind vier Skorpione. Fünf Skorpione. Und Feiris wird gerade tot gepiekst. Das ist weniger schön. Der da ist tot. Dann der da. Ich wurde vergiftet. Das ist weniger schön. Ja? Noch ein Kugelblitz. Feiris macht das Gift mal von mir weg. Gut, der Skorpion ist auch fast tot. Vorgrim seiner auch übrigens. Geben wir nochmal einen ordentlichen Wuchtschlag. Jawohl, so mag ich das von Vorgrim. Und der kann noch einen Donnerkeil im Fulminictus vertragen. So. Das war's. Was? Gut.
Dann holen wir uns mal die Skorpionstacheln. Die waren ja schön was wert. Die 5 Stück. Aber sicher. Ah, so ist der Beitrag gesummt. Und der letzte Skorpion. Und hier war wohl mal ein Keller. Hm. Nein, aus dem wollen wir nicht wieder raus. Wir wollen ihn noch genauer begutachten. Zwischendurch mal ein Quicksave machen, jetzt nachdem ich den Hebel und alles gefunden habe. Ein Rüstungsständer schon mal. Und eine schäbige Kiste. Hm. Na? Die schäbige Kiste mache ich mal kaputt. Nichts Interessantes eigentlich. Geschosssplitter und rostige Nägel kannst du gerne tragen. Wir haben einen Haufen seltene und alte Münzen und Silberringe. Und Feires kann die Pfeile haben. Aber jetzt mal den Rüstungsständer gucken. Eine ganze Zwergenausrüstung und ein Drachentöterhelm. Ui. Rüstungswert 5. Vorgrim, sag das mal ein. Wie viel Platz hast du eigentlich noch, Vorgrim? Fast gar keinen mehr, hä? Dann geht dein Bier mal auf die zweite Seite. Das brauchst du eh nicht wirklich. Das habe ich nicht laut gesagt. Na, du Retter Doppelbock und helles Verdocker. Ja, Vorgrim, der Biergourmet. Der Bierliebhaber. Gut, dann gucken wir mal hier noch weiter. Hier sind nämlich noch weitere schäbige Kisten. Die brauchen wir aber nicht unbedingt. Ich interessiere mich lieber für den Waffenständer hier zum Beispiel. Der sieht interessanter aus. Zwergenskraja. Einhandhiebwaffe 1W5. 1W plus 5. Vorgriffs macht. Axt macht 2W plus 3. Ist also immer noch besser. Auch besser als der Felsspalt. Na okay, der Felsspalt ist aber eine Zweihandwaffe auch. Kriegshammer ist eine Zweihandwaffe. Drachentöterhammer. Nehmen wir lieber alles mit, anstatt es hier unten vermodern zu lassen. Oh, und da ist ein versteckter Schatz. Gut, da muss ich mich hier unten noch genau umsehen. Ob nicht noch so eine Schatztruhe hier irgendwo versteckt ist. Was haben wir hier drin? Sabergeifer. Zwergischer Glückstag, seltene Münzen, alte Bronzemünzen und das zuhauf. Ja, Wahnsinn. Ich bin reich. Das ist die typische Zwergenreaktion. Ich bin reich. Jawohl. Jackpot, ich habe ausgesorgt. Geld. Gold. Ja. Das heißt, die schäbigen Kisten haben Glück gehabt. Ich glaube nämlich, da drin sind auch nur zerbrochene Pfeile und sowas. Schäbige Kiste. Ist das der einzige Zwergenschatz hier, der versteckt war? Oder gibt es hier noch einen? Hier ist Ausgang, hier ist nur ein Durchgang. Nö, und Flimflam ist auch abgeklungen. Aber gut, das war jetzt schöne, fette Beute. Wie schöne fette Beute das war. Jetzt können wir uns definitiv alles Mögliche leisten. Ja, ein Hoch auf Girtasch dafür, dass er uns diesen Schatz beschert hat. Und nun haben wir ihm noch auf die Nase. Da haben wir unser Tageswerk vollbracht. Ja, ja, tu Gutes und dir widerfährt was Gutes. Oder tu was Gutes auf Zwergenart. Aber dann weiter fällt mir ein.
Zwergische Plattenstiefel hat Forgrim. Zwergische Panzerhandschuhe. Oh, Forgrim ist total überladen. Und Forgrims Waffenrock. Das kann eh nur von Zwergen getragen werden, würde ich mal sagen. Also die Handschuhe tausche ich schon mal aus. So. Ja? Die kann dann Feiris anziehen. Wobei, was machen die Jagdhandschuhe? Nichts. So, Feiris. Jagdhandschuhe können dann weg. Forgrims Unterarmschienen. Die können wahrscheinlich nur vom Forgrim benutzt werden, oder? Nö. Dann kannst du die mal anziehen. Gut, ja. Das ist nämlich dann etwas besser als vorher. Und Forgrim hat dicke Platten. Jetzt sieht Forgrim bedrohlich aus. Okay, die beiden Sachen, da würde ich mal sagen, kommen dann in Forgrims persönliche Kiste. Da sind sie dann auch gut aufbewahrt. Kann ich noch was von hier hinten nach vorne verschieben? Das sind rostige Nägel im Überfluss. Verschieben wir ein paar Münzen nach vorne. So, die Münzen bewahren wir hier hinten auf, die beiden. Dann kommen die auch weg. Also ich glaube, jetzt holt Forgrim nicht mehr, nicht so schnell nichts mehr aus den Latschen. Was habe ich eigentlich für Handschuhe? Wer an? Ja. Na? Gar keine, fällt mir gerade so auf. Aber die sind nicht für Zwerge. Schade. Weil ich habe nur Sturmwächter-Armschienen. Aber vielleicht finde ich noch was Passendes für mich. Für die Hände. Bei einem der Krämer. So, Spielstand nochmal speichern, nochmal ein Quicksave machen. Und dann gucken wir mal. Nein, ganz ehrlich. Wenn ich mir Forgrim so ansehe, die Rüstung, okay. Aber der Helm, nee. Also der Helm passt nicht zu Forgrim. Der soll schön seinen alten Helm behalten. Ja. Und eigentlich die Rüstung passt auch nicht so wirklich zu ihm. Ach, so sieht er mir immer noch sympathischer aus. Auch wenn die Rüstung jetzt nicht so stark ist. Was? Aber im Gegensatz zu Feiris Bogen halt, finde ich es doch schon besser, wenn er... Prinz Aram! Ihr habt wirklich das Talent, in den ungünstigsten Momenten aufzutauchen. Oh, da beschwert sich Girta schon und ist sauer. Und euch hätte ich gleich aus dem Weg schaffen lassen sollen. Trotter! Er wusste doch, dass ihr die Sorte seid, die sich in alles einmischt. Naja, wenn du Mist baust und wir dem Mist mit reingezogen werden, müssen wir uns halt darum kümmern, dass der Mist wieder in Ordnung kommt. Garoschen, Girtax, Groscho, Gramtax! Senke deine Waffe und gib Morgamastrom für immer auf! Sonst werden wir dich dazu zwingen. Oh ja, und wie wir das werden. Aufgeben? Da kennt ihr mich aber schlecht. Endlich habe ich das Wundermetall. Niemand wird es mir jetzt noch nehmen. Ja, ja, schießt sie nieder. Klang Garoschim. Okay, das ist nicht so gut. Die da unten sind aggressiv. Girtash ist aggressiv. Es sind 4 Stück da unten. Da sind noch welche... Ach du Heiliger. Okay, ich denke... Da unten sind 3 Stück. Was? Forgrim, gehen wir auf den da los. Der Rest geht da nach unten. Du wirfst erstmal Sternzeug, ja? Dass die nicht mehr so gut angreifen können. So. Der wird weggekugelblitzt, damit ist schon einer schon mal weg.
Vorgrim, kommst du zurecht? Ja. Angriff! Denke ich mal, ein paar Wuchtschläge dürften hier reichen. Ei! Fire ist noch ein schöner Schuss. Ja. Stern, wirf mal Sternstaub, Quano. Und wo bin ich? Ich bin da.